Ja, Leute, ich bin's hier, Lego Freak 33 und jetzt mit Tauschbörsen-Update 13. Ja, es ist seit dem letzten Tauschbörsen-Update eigentlich fast nichts weggegangen von diesen Sachen jetzt hier. Aber ich meine, das, was ich brauche, hat sich etwas verändert. Und ja, um das jetzt einfach nochmal so ein bisschen da mal aufzufrischen, also dass es wieder in die neueren Videos kommt, dass man durch auch durch die Abo-Leiste halt man sich wieder an meine Tauschbörse erinnert, mache ich jetzt einfach mal dazu ein neues Video. Und zwar fange ich oben an mit den Sachen, die ich brauche, die ich anbiete, meine ich. Die Sachen, die ich brauche, sage ich zum Schluss und wenn mir dann noch irgendwas einfällt, schreibe ich es in die Beschreibung. Also bitte das bis zum Ende hier angucken und in die Beschreibung gucken, bevor ihr Angebote schreibt. Aber dazu sage ich gleich auch noch was. Erstmal zu den Sachen, die ich anbiete. Einmal Darth Vader, bei gutem Angebot auch mit Umhang. Episode 3 Pilot. Yoda mit Lichtschwert. Anakin aus Episode 3 mit Lichtschwert. Anakin aus Clone Wars ohne Lichtschwert. Ja, der war eigentlich schon für einen Tausch. Da war der Tausch eigentlich auch schon verabredet. Aber die Sachen habe ich irgendwie trotzdem nicht bekommen. Und ja, der Typ hat sich auch nicht mehr gemeldet. Deswegen ist jetzt wieder zum Tausch freigegeben. Dann Yoda als Weihnachtsmann mit Geschenkrucksack. Newt Gunray, Stormtrooper, Scout Trooper vom Imperium ohne Arme, ein Gungan Kriegerkopf und drei Jar Jar Binks Köpfe. Ein Ewok Kopfteil, ein Bosshelm, ein Scorchhelm, ein Zeffhelm, ein Fixerhelm. Das sind alles Custom-Helme, wie man sehen kann. Also das Licht ist jetzt mal wieder nicht so gut. Aber kann man halt erkennen, war auch noch schon mal letzten Update. Und dieser eher bläulichere, ältere Custom-Helm von mir. Dann noch dieser Helm, ein Area Light Cold Helm mit diesem verlängerten Helmteil da oben dran. Das ist auch ziemlich stabil. Ja. Dann noch ein Schneerebellen. Ne, das ist ein Rebellenpilotenhelm, ein komplett weißer und ein Schneerebellenhelm mit Schneebrille. Ja, das zu den Sachen, die ich anbiete, jetzt zu den Sachen, die ich brauche. Also ich brauche einmal Shock Trooper. Das ist jetzt, was ich jetzt so neu brauche. Ja, Shock Trooper brauche ich auf jeden Fall. Einige, also von Episode 3, ja, ihr könnt auch andere anbieten, zum Beispiel die gelben vom Sternenkorps oder die Neo Trooper oder die grünen. Normale weiße Episode 3 Trooper brauche ich eigentlich nicht. Also ich brauche am dringendsten Shock Trooper und sonst brauche ich auch die grünen Siegebataillon Trooper, die gelben Sternenkorps Trooper und die dunkelroten Neo Trooper. Die kann ich auch gebrauchen, aber in erster Linie Neo Trooper. Nein, nicht Neo Trooper, in erster Linie Shock Trooper. Ja. Dann brauche ich einen Taktik-Druiden aus dem Mace Windu Starfighter, diesen TX-20 da. Ja, und ich brauche sonst noch Little Arm Shop-Waffen, vor allem den Klonblaster. Und ich brauche weiße Clone Wars Klone. Ja, wenn mir sonst noch irgendwas einfallen sollte, dann, ja, dann schreibe ich das noch mit in die Beschreibung. Also bitte auch Beschreibung lesen. Ja. Dann erstmal danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es melden sich ein paar. Wie gesagt, also beziehungsweise noch nicht gesagt, das ist jetzt das Wichtigste. Bitte wie immer nur anbieten, was ich brauche und nur nach Sachen fragen, die ich auch hier anbiete. Nicht nach irgendwas anderem. Alle Kommentare, die nicht nach etwas fragen, was hier angeboten wird oder etwas anbieten, das ich nicht brauche, werden in Kommentaren und als PN kommentarlos gelöscht. Weil das ist jetzt so häufig vorgekommen, dass das Leute trotzdem übersehen haben. Ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf, mich mit denen da rumzuschlagen. Ich lösche das dann einfach. Ja, also ich hoffe, es kommen vernünftige Gebote per PN, per Kommentar, wie ihr wollt. Und bitte immer, was ihr braucht und was ihr dafür gebt. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.